bin gerade hier so auf dem Land, richtig schön. Das ist ganz in der Nähe von unserem Wohnort. Es ist richtig herrlich. Ich liebe diese ländliche Idylle, wo man einfach mal so ein bisschen ja auch nachdenkt, ins Gebet geht und was alles in der letzten Woche passiert ist. So kann ich wirklich sagen, in der letzten Woche hat Gott viel, viel Gnade geschenkt. Wir haben jetzt die Gemeinnützigkeit anerkannt bekommen, da freue ich mich riesig drüber. Und am 1. März habe ich jetzt einen Termin bei der Volksbank, um das Vereinskonto zu gründen und das Vereinskonto zu eröffnen. Und ich möchte mich auf diesem Weg nochmal für alle Gebete bedanken und ich möchte euch bitten, weiterhin für die Arbeit der Ruhrpott-Mission zu beten. Am Mittwoch waren wir mit Bruder Peter Semmler am Hauptbahnhof um Bochum und haben dort Kaffee verteilt, Brötchen und mit den Menschen das Gespräch gesucht. Es war ein sehr, sehr gesegneter Einsatz. Ich möchte nochmal auf dem Weg hier darauf hinweisen, dass die Brüder von der christlichen Corona-Hilfe dazu aufgerufen haben, nochmal ins Gebet zu gehen, für die Obrigkeit zu beten und für eine Erweckung zu beten in unseren Gemeinden, Kirchen und Versammlungen und auch für einzelne Geschwister zu beten, die vielleicht sogar ihren Job verlieren, weiterhin zu beten, dass die Impfpflicht sich nicht durchsetzt. Und für den 8. April haben Brüder von der Gemeinde Köln-Ostheim, von Bruder Olaf Latzel, Bruder Ulrich Pazani, nochmal auch dazu aufgerufen, für eine Buße, für eine Umkehr, für eine Erweckung zurück zur Schrift nochmal auch zu beten. Und die Überschrift ist gesetzt mit Erweckung, oder so ist die Überschrift gesetzt, Fasten und Beten am 8. April. Auch dazu möchte ich auffordern, das nicht zu vergessen. Die Ruhrpott-Mission steht hinter beiden Aufrufen und deshalb tätige ich auch noch einmal dieses Video. Ja, vielleicht, so hat es mal ein Bruder in dieser Woche gesagt, haben wir uns schon an Selbstverständlichkeiten gewöhnt und meinen, der Friede ist eine Selbstverständlichkeit. Ist er nicht, und ich möchte auch weiterleiten, ich habe nach Hinweis von Bruder Thomas Lange gekriegt, das Missionswerk MSOE hat Mitarbeiter in der Ukraine und auch hier ist es so, dass die Brüder nicht aus der Ukraine rauskommen. Sie möchten auch bei ihren Familien bleiben und sich von ihren Familien nicht trennen. Und ich möchte bitten, dass wir auch für die Brüder, für die Missionare des Missionswerkes Mission Südost Europa, dass wir für diese Brüder beten und für alle anderen Missionswerke, die dort auch ihre Missionare in der Ukraine haben, dass wir weiter für sie beten und flehen. Das war mir nochmal wichtig, das nochmal deutlich zu machen. Und für einen persönlich, dass man wirklich sich immer wieder fragt und das vor den Herrn Jesus Christus ins Gebet bringt, bin ich wirklich so ausgerichtet, dass jeder Lebensbereich Christus gehört? Bin ich so ausgerichtet, dass alles auf Christus ausgerichtet ist? Geht es mir immer um den Herrn? Und dass man hier selber auch nochmal mit sich in einer Inventur geht und mit dem Herrn Jesus gemeinsam das bespricht, wie der persönliche Ist-Zustand ist. Gott segne euch und Gott behüte und bewahre euch, euer Bruder Arno Rudnick von der Ruhrpott-Mission.